du aus? Bist ich du bin total, nicht, ja, ich meine, ich das ein bisschen Kälte, ja, dann das meine ich. Entschuldige, genau, dass ich da so offen sage. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Apropos, weißt du was, ich wollte das kurz sagen. Neulich habe ich einen großen Fehler für mich. Ich habe mich aufgeregt, ich hatte einen Kolumbianer begleitet, einen Sozialdienst. Mhm. Und derjenige, der ich zweimal was gefragt habe, beide Male haben mich total so unfreundlich beantwortet. Okay. Und dann konnte ich das nicht mehr zurückhalten, weil da kamen traumatische Erinnerungen so, ja, ja. Vor 30 Jahren, als ich nicht Deutsch ja. sprechen könnte, kein Deutsch sprechen könnte. Und da wurde ich ein bisschen laut. Ja. Mhm. Das haben wir beide nicht nötig. Ja, alles gut. Ja, danke. Gut. Okay, aquí y que se vea el fondo, ¿no? Bueno, okay. Dale el azul. No. Ay. There is life. Und ich weiß es nicht, wir haben uns unterhalten. Entschuldigung, liebe Zuschauer, das ist meine Hilfe hier. Morgen, Petra. Guten Morgen, Gustavo. Ja, ein bisschen erkältet bist du. Eh? Seit einer Woche leider, genau, ja. Viel zu tun, oder? Ach, alles gut. Ich hoffe, dass das schnell wieder weggeht. Und heute so eine große Einsatz noch dazu. Wie ist das bis heute gelaufen, bis jetzt gelaufen? Ich bin unheimlich zufrieden. Unser Einsatzstab startete heute Morgen um 4 Uhr und hat die Lage gecheckt und natürlich dann lief alles los. Das Deutsche Rote Kreuz hat sehr, sehr viele Menschen aus Alten- und Pflegeeinrichtungen, aus Wohngruppen evakuiert und in Unterkünfte für den Tag gebracht. Die Göttinger Verkehrsbetriebe waren ab 5 Uhr unterwegs und haben Menschen aus dem Sperrbezirk hinaus in unser Evakuierungszentrum im Felix-Klein-Gymnasium gefahren. Dort sind jetzt rund 350 Personen, die den Tag da verbringen und darauf warten, dass sie irgendwann nach Entwarnung wieder zurück können. Ja, ich bin jetzt hier bei der Polizei. Wir haben gerade gesehen, wie der Hubschrauber hinter uns gelandet ist. Der Hubschrauber kommt aus Hannover und er hat das Einsatzgebiet überflogen mit einer Kamera und einer Wärmebildkamera, um zu schauen, ob noch jemand drin ist. Die Polizei und unser Stadtordnungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr sind ja auch im Einsatzgebiet gewesen, haben die Straßen, die Häuser durchkämmt. Seit 21:45 ist das Einsatzgebiet freigegeben, es hält sich niemand mehr auf, es läuft also alles planmäßig. Und seitdem ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Arbeit und wir hoffen, dass er gut vorankommt und dass wir heute eine sehr kontrollierte Aktion haben, dass niemand zu Schaden kommt, dass keine Sachschäden sind und dass wir heute Abend alle frohen Mutes wieder ins Bett gehen können. Schön. Sag mal, du hast von 300 Leuten gesprochen, aber es sind circa 9000, die ja evakuiert werden sollen. Wo sind der Rest? Ja, genau. Wir haben ja im Vorfeld sehr intensiv informiert, auch schon sehr, sehr frühzeitig. Die Menschen wussten, dass der Tag heute ist, wo sie ihre Häuser verlassen müssen. Und viele Menschen gehen einfach nicht ins Evakuierungszentrum, sondern besuchen Familie, Freunde, Verwandte. Manche mögen auch schon im Urlaub sein. Gestern haben ja die Osterferien begonnen. Die meisten sind einfach anders untergekommen. Und nur die, die nichts haben, wo sie hin können, die sind im Evakuierungszentrum. Was schätzt du, wann können die zurück zu ihren Wohnungen gehen? Naja, das hängt von der Einsatzlage ab. Und das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Kugel. Ich kann es nicht genau sagen. Wir haben diesmal 3 Bombenverdachtspunkte. 3 Blindgänger. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst gräbt die jetzt aus. Schon im Vorfeld sind Löcher gegraben worden. Man ist bis auf 1 Meter an diese Bombenverdachtspunkte herangekommen. Und jetzt ist es richtig Handarbeit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst geht da mit Schippe, Schaufel, Spaten dran, legt frei, schaut, sind es wirklich Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg? Und wenn ja, sind die mit Langzeitzündern? Dann werden sie kontrolliert gesprengt werden müssen. Oder haben sie einen Aufschlagzünder? Dann kann man sie vielleicht sogar entschärfen, das werden wir gucken. Möglicherweise stellen sie aber auch fest, hey, das ist zwar Metall, aber gar keine Blindgängerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, dann ist alles gut, da muss nichts passieren. Wenn sie gut vorankommen, kann es sogar sein, dass die Sprengung bereits heute am Nachmittag ist. Das können wir im Augenblick aber noch nicht sagen. Das hängt auch davon ab, ob sie gestört werden unterwegs. Und beim letzten Mal gab es ja einige Menschen, die dann doch noch in dem Sperrgebiet waren oder zumindest durchgegangen sind. Da muss immer unterbrochen werden, das ist bitter.
Wir hoffen mal, dass alles gut klappt, dass heute Nachmittag eine kontrollierte Sprengung erfolgt und alle heute Abend wieder frohgemutes zu Hause sind. Ja, wie ist das genau, was du gerade gesagt hast, kontrollieren zu sein, dass die Leute evakuiert haben, ihre Wohnungen verlassen haben. Wann bekommst du Informationen, okay, jetzt ist keiner mehr da? Oh, das habe ich schon bekommen, um 17:15 war das. Ach so, also und jetzt ist alle weg. Seit 17:15 ist das Sperrgebiet so, dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst arbeiten kann. Wie ist das? Fast alle Jahre kommt das, alle zwei Jahre oder so. Ist das nicht möglich, auf einmal zu sagen, okay, wir nehmen uns so und so viel Zeit und kämpfen das ganze Gebiet da? Und so, dass das uns so auszuschließen, okay, es gibt Bomben und wo, und nicht, dass alle Jahre wieder zu solche Aktionen kommt? Ist das nicht möglich? Naja, du weißt ja, dass wir hier knapp 100 Bombenverdachtspunkte haben. Wir haben alte Kameraaufnahmen des Gebietes rund um den Bahnhof ausgewertet. Da kann man anhand der Kratertiefe erkennen, ob Bomben wirklich explodiert sind oder möglicherweise nicht. Und diesen Verdachtspunkten gehen wir nach. Das ganze Areal rund um den Schützenplatz sondieren wir mit Tiefenbohrungen, 8 bis 10 Meter tief. Bohrung in einem sehr, sehr engen Abstand. Und immer dann, wenn wir auf mehrere Bomben stoßen, dann versuchen wir eine solche kontrollierte Sondierung, Evakuierung und Sprengung zu machen. Und man muss sich jetzt auch mal in die Situation des Kampfmittelbeseitigungsdienstes versetzen. Wenn wir möglicherweise, wir wissen nicht, wie viele Bomben wir am Ende da finden, aber wenn wir möglicherweise 10 haben, die sind nicht an einem Tag abzuarbeiten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sagt immer, 4 sind machbar. Beim letzten Mal hatten wir durch einen Zufallsfund sogar 5 auf einmal. Mehr geht aber nicht. Und deshalb werden wir uns von Situation zu Situation vorarbeiten. Eins ist sicher, dies wird nicht die letzte Aktion gewesen sein. Ja, genau, das wollte ich auch fragen. Also die Bevölkerung soll sich einstellen auf solche Aktionen, die immer wieder kommen. Ne? Leider ja. Und ich sage immer, bitte ärgern Sie sich nicht. Bitte nehmen Sie das nicht als Aktion, wo die Stadt die Bevölkerung ärgern will. Es ist zur Sicherheit der Menschen, die hier wohnen. Wir wissen, auch knapp 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg können solche Bomben selbst detonieren. Und das ist natürlich hochgefährlich. Das hatten wir schon in Göttingen. Und deshalb müssen wir sie kontrolliert sprengen oder entschärfen. Ja, genau. Hast du Verständnis für diese Leute, zurück zu den Leuten, die so letztes Mal nicht evakuiert haben. Hast du Verständnis für diese Leute, die so vielleicht auf Mühe sind, sowas zu machen und dann zu Hause bleiben? Also ich habe Verständnis für die Menschen, dass es schwierig ist, immer wieder die Wohnung zu verlassen für einen Tag und morgens nicht zu wissen, wie die Wohnung aussieht, wenn sie wiederkommen. Weil bei einer kontrollierten Sprengung muss man ja auch immer Angst haben, dass etwas passiert. Ich habe kein Verständnis für Menschen, die im Sperrgebiet bleiben, die die ganze Aktion aufhalten oder die auch tagsüber noch versuchen, in das Sperrgebiet reinzugehen. Das muss einfach klar sein, sie gefährden sich, sie gefährden aber auch den Kampfmittelbeseitigungsdienst und ich finde, das muss nicht sein. Okay, jetzt und Schluss. Wie sieht dein Tag heute aus? Weiter so? Wo wirst du noch sein? Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs bei all den Einsatzkräften, die im Dienst sind. Ich war heute Morgen beim Deutschen Roten Kreuz. Ich war schon bei den Göttinger Verkehrsbetrieben. Natürlich im Stab. Ich habe unsere Hotline besucht. Wir haben hier eine kleine Truppe an Kolleginnen und Kollegen, die am Telefon sitzen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantworten unter 450-50. Ich bin jetzt hier bei der Polizei. Danach geht es noch in das Evakuierungszentrum. Da werde ich mit Menschen sprechen, die dort sind, die vielleicht auch Hund, Katze, Hamster mitgenommen haben. Ich werde mit der Johanniter Unfallhilfe sprechen. Ich gehe nachher zum Arbeiter-Samariter-Bund. Der verpflegt sämtliche Einsatzkräfte. Das ist eine wirkliche Leistung, eine wirkliche Hilfe. Irgendwann bin ich am Albani-Platz. Dort ist unser notzentraler Omnibusbahnhof. Heute ist ja auch die Bahn gar nicht im Einsatz. Also niemand kann hier in Göttingen ein- und ausfahren. Züge können auch nicht durchfahren. Deshalb stoppen sie vor Göttingen. Busse sind eingesetzt, um bis zum Albani-Platz zu fahren. Da kann man umsteigen, um zum Beispiel weiter nach Süden zu fahren und dann in Kassel wieder zum Bahnhof zu kommen. Also mein Tag ist voll. Ich werde überall versuchen, mal hinzukommen und mich vor allen Dingen bei allen ehrenamtlichen Kräften, die im Einsatz sind, bedanken. Aktuell sind das 700, eine echt stolze Zahl. Und über den Tag verteilt werden es weit mehr als 1000 sein.
Gut, vielleicht nur zum Schluss. Was ist jetzt gedacht? Um wie viel Uhr werden die dazu, wäre es eine Explosion oder deaktiviert, diese Bomben? Gustavo, ich weiß, dass die Presse immer ganz gerne eine ganz konkrete Zeit haben möchte, aber das ist wirklich abhängig vom Verlauf des heutigen Tages. Wir hoffen, dass das am späten Nachmittag ist, aber eine genaue Uhrzeit kann ich heute nicht sagen. Dann hat vielen Dank, Petra, liebe Petra. Sehr gerne. Wir werden uns ja vielleicht im Laufe des Tages nochmal wiedersehen. Ich glaube schon, dass ich das auch heute begleite. Danke. Bis dann. Danke. So, liebes Publikum. Ah, ja, jetzt auch Spanisch. Danke dir. Ja, bueno, queridos amigos, te habla hispanoparlantes. Ella es la señora, es la alcaldesa de la ciudad de Göttingen. Y estaba aquí dando información acerca de esta evacuación que tiene lugar hoy aquí en la ciudad, porque se piensa que son bombas de la Segunda Guerra Mundial, tres objetos, y han sido evacuados cerca de 9,000 personas de aquí de la ciudad de Göttingen. Esta era la información al respecto. Nos veremos en otra ocasión. Y hope es muy interesante para ustedes. Bueno, vielen Dank. Hasta luego. Muy bien. Chao. Tschüss. Chao. Okay, danke. Danke.